Thank you.
Was zum Henker, sagt Gevatter Adam? Was ist mit euch geschehen? Wie seht ihr aus? Tja, seht, zum Straucheln braucht's noch nichts als Füße. Auf diesem glatten Boden. Ist ein Strauch hier? Gestrauchelt bin ich hier. Denn jeder trägt den leidigen Stein zum Anstoß in sich selbst. Den Stein trägt jeglicher? Ja, in sich selbst. Gevatter Adam, ihr stammt von einem Locker namens Vetter, der schon beim Anbeginn der Dinge fiel und wegen seines Falls berühmt geworden. Ihr seid doch nicht... Nun? Gleichfalls. Ob ich? Ich glaube, hier bin ich hingefallen, sage ich euch. Unbildlich hingeschlagen. Ja, unbildlich. Das mag ein schlechtes Bild gewesen sein. Wann trug sich die Begebenheit denn zu? Jetzt, in dem Augenblick, da ich dem Bett entsteig. Ich hatte noch das Morgenlied im Mund. Da stolpere ich in den Morgen schon hinein. Und ehe ich noch den Lauf des Tags beginne, renkt unser Herrgott mir den Fuß schon aus. Und wohl den linken oben mein. Linken? Der schwer genug den Weg der Sünde wandelt. Der Fuß? Was schwer? Warum? Der Klumpfuß. Klump? Ach was, ein Fuß ist wie der andere ein Klump. Nein, nein, da tut ihr eurem Rechten Unrecht. Der Rechte kann sich dieser Wucht nicht rühmen und wagt sich eher aufs Schlüpfrige. Ach was, wo sich der eine hinwagt, folgt der andere. Und was hat das Gesicht euch so verrenkt? Mir? Das Gesicht? Wie, davon wisst ihr nichts? Ich müsste ein Lügner sein. Wie sieht's denn aus? Wie's aussieht? Ja, Gevatterchen. Abscheulich. Was? Erklärt euch deutlicher. Geschunden ist's. Geschunden? Ein Greuel zu sehen. Ein Stück fehlt von der Backe. Von der Backe? Wie groß? Nicht ohne Waage, kann ich schätzen. Hier. Überzeugt euch selbst. Ja, es ist wahr. Unlieblich sieht es aus. Die Nase hat auch gelitten. Und das Auge? Das Auge nicht, Gevatter. Ei, hier liegt querfällt ein Schlag, blutrünstig, als hätte ein Großknecht wütend ihn geführt. Das ist der Augenknochen. Ja, seht, das alles hatte ich nicht einmal gespürt. Naja, so geht's im Feuer des Gefechts. Gefecht? Was? Ja, ja, mit dem verfluchten Ziegenbock am Ofen focht ich, wenn ihr wollt, ja. Ja, ja, jetzt weiß ich's, ja. Da ich das Gleichgewicht verliere und gleichsam ertrunken in den Lüften um mich greife, fasse ich die Hosen, die ich gestern Abend durchnässt an das Gestell des Ofens hin. Nun fasse ich sie, versteht ihr? Denke mich nicht tor, daran zu halten. Und jetzt reißt der Bund. Bund jetzt und Hos und ich... Wir stürzen und häuptlings mit dem Stirnblatt schmettrig auf den Ofen hin, just wo der Ziegenbock die Nase an der Ecke vorgestreckt. Der erste Adamsfall, den ihr aus einem Bett hinausgetan. Ja, was ich sagen wollte, was gibt's Neues heute? Was es Neues gibt? Der Henkerholz hätte ich doch bald vergessen. Nun? Macht euch bereit auf unerwarteten Besuch aus Utrecht. So? Der Herr Gerichtsrat kommt. Wer kommt? Der Herr Gerichtsrat kommt aus Utrecht. Er ist in Revisionsbereisung auf den Ämtern und heute noch trifft er bei uns ein. Noch heute? Seid ihr bald Trost? So wahr ich lebe. Wir waren Holler auf dem Grenzdorf gestern, hat das Justizamt dort schon revidiert. Ein Bauer sah zur Fahrt nach Häusum schon die Vorspannpferde vor dem Warenschirm. Heute noch?
Der Gerichtsrat, Herr aus Utrecht, der wackere Mann, der selbst sein Schäfchen schiert, nach Heusum kommen und uns kujonieren. Kam er bis Holla, kommt er auch bis Heusum? Ach. Nehmt euch in Acht. Ach, geht. Ich sage es euch. Ach, geht mir mit euren Märchen, sage ich der euch. Der Bauer hat ihn selbst gesehen zum Henker. Wer weiß, wenn der triefäugige Schuft gesehen. Die Kerle unterscheiden ein Gesicht von einem Hinterkopf nicht, wenn er kahl ist. Wohlan, so zweifelt fort den Teufelsnamen. Bis er zur Tür eintritt. Er eintreten, ohne uns vorher ein Wort gesteckt zu haben. Der Unverstand. Als ob's der frühere Revisor noch der Rat Wacholder wäre. Es ist Rat Walter jetzt, der revidiert. Erschien in Holla unvermutet gestern, visitiert Kassen und Registraturen und suspendierte Richter dort und Schreiber. Warum? Ich weiß nicht. Ad officio. Den Teufel auch. Hat das der Bauer gesagt? Dies und noch mehr. So. Wenn ihr es wissen wollt. Denn heute in der Früh sucht man den Richter, den man in seinem Haus Arrest gegeben, und findet hinten in der Scheuer ihn am Sparren hoch des Daches aufgehangen. Aufgehangen? Hilfe inzwischen kommt dabei. Man löst ihn ab, man reibt ihn und begießt ihn. Ins nackte Leben bringt man ihn zurück. So, bringt man ihn. Doch jetzt so wird versiegelt in seinem Haus, vereidet und verschlossen. Es ist, als wäre er eine Leiche schon. Und auch sein Richteramt ist schon beerbt. Ei, Henker, seht, ein liederlicher Hund war's. Sonst eine ehrliche Haut, so wahr ich lebe. Ein Kerl, mit dem sie's gut zusammen war, doch grausam liederlich, das muss ich sagen. Wenn der Gerichtsrat heute in Holla war, da ging es ihm schlecht, dem armen Kauz. Das glaube ich. Und dieser Vorfall einzig, sprach der Bauer, sei schuld, dass der Gerichtsrat noch nicht hier. Zu Mittag treff er doch unfehlbar ein. Zu Mittag? Gut, Gevatter. Jetzt gilt's Freundschaft. Ihr wisst, wie sich zwei Hände waschen können. Ihr wollt auch gern, ich weiß es, Dorfrichter werden. Ja. Und ihr verdient's bei Gott so gut wie einer. Doch heute ist noch nicht die Gelegenheit. Was? Heute lasst ihr noch den Kelch vorübergehen. Ach, Dorfrichter, ich. Was denkt ihr auch von mir? Wir zwei Gevattersleute. Geht mir mit eurem Argwohn, sag ich euch. Ja. Nun denn, so kommt, Gevatter, kommt. Folgt mir ein wenig zur Registratur. Die Aktenstöße setze ich auf, denn die liegen wieder drum zu Babylon. Dorfrichter Adam? Ja? Zu denen? Der Gerichtsrat Walter lässt seinen Gruß vermelden. Gleich wird er hier sein. Ach du gerechter Himmel. Ist er mit Holla schon fertig? Ja, er ist in Heusum schon. Ach, er ist in Heusum schon. Lise, trete! Jetzt! Gevatterchen, lasst euren Dank vermelden. Und morgen reisen wir nach Hussahe. Morgen reisen wir nach Hussahe? Morgen reisen wir nach Hussahe. Was tue ich jetzt? Was lasse ich? Wollt ihr die Hose anziehen, seid ihr tolle Bälle, Herr Dorfreiter? Wer? Der Gerichtsrat? Nein, die Magd ist. Die Magd, Bäffchen, Mantel. Kragen! Erst die Weste! Was? Weste? Rock aus! Weste! Rock! Der Gerichtsrat werden hier sehr willkommen sein. Wir sind zugleich bereit, ihn zu empfangen. Sagt ihm das. Den Teufel auch! Der Richter Adam lässt Sie entschuldigen. Entschuldigen? Ja, entschuldigen. Schaut her, es ist ein Spektakel, wie ich aussehe. Und jeder Schreck korrigiert mich von Natur. Ich wäre krank. Seid ihr bei Sinnen? Der Herr Gerichtsrat wäre sehr angenehm. Hey, Lise, Grete! Wo sind wir? Was wollt ihr? Fort, sag ich. Kuhkäse, Schinken, Butter, Würste, Flaschen aus der Registratur geschafft und flink. Du nicht, die andere. Du, ja, Gottsblitz, Margrethe, die Lise soll die Kuhmarkt in die Registratur. Wie soll man euch verstehen? Sprecht! Als Maul jetzt, sag ich. Fort, schaff mir die Perücke. Wo?
aus dem Bücherschrank! Was? Der Kerl ist toll! Ihr Gerichtsrat wäre sehr angenehm. Verflucht! Der Vaterchen? Der Vaterchen. Ihr gebt euch bloß, Gevatter. Wieso? Ja, ihr seid so verlegen. Verlegen, ich? Ja, verlegen. Hey, Lise, Lise, was hast du da? Braunschweiger Wurst, Herr Richter. Braunschweiger Wurst? Das sind Pupillenakten. Pupillenakten, die kommen wieder in die Registratur. Die Würste? Würste, was? Der Einschlag hier. Im Bücherschrank, Herr Richter, finde ich die Perücke nicht. Warum nicht? Weil ihr na? Gestern Abend, Glock 11. Na, werde ich hören? Ihr kamt ja, besinnt euch ohne die Perücke ins Haus. Ich? Ohne die Perücke? In der Tat. Da ist die Lise, die es bezeugen kann. Und eure andere ist beim Perückenmacher. Ich wäre... Ja, meiner treuer Richter Adam. Kahlköpfig wart ihr, als er wiederkam. Ihr sprach, ihr werdet gefallen. Wisst ihr nicht? Das Blut musste ich euch doch vom Kopf waschen. Also die Unverschämte. Ich will nicht ehrlich sein. Kein volles Zeichen. Es ist kein wahres Wort. Kein wahres Wort. Habt ihr die Wunde seit gestern schon? Nein, heute. Die Wunde heute. Und gestern die Perücke, ich trug sie weiß gepudert auf dem Kopfe bloß und nahm sie mit dem Hut, als ich ins Haus trat, aus Versehen ab. Was die gewaschen hat, das weiß ich nicht, scher dich vom Satan, wo du hingehörst, in die Registratur. Komm, Margarete, komm, der Vater Küster, er soll mir seine Perücke borgen. In meine hätte die Katze heute Morgen gejungt, das Schwein. Sie läge eingesäut mir unterm Bette da. Ja, 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 jetzt weiß ich schon, ja, ja, ja. Katze? Was seid ihr? Ja, 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 so wahr ich lebe. Fünf Junge. Gelb und schwarz und eins ist weiß. Ja. Die Schwarzen will ich in den Bach ersäufen. Was soll man machen? Wollt ihr eine haben? In die Perücke? Ja, der Teufel soll mich holen. Ich hatte die Perücke aufgehängt auf einen Stuhl, da ich zu Bette ging. Den Stuhl berühre ich in der Nacht, sie fällt. Drauf nimmt die Katze sie ins Maul mein Seel. Und trägt sie unter das Bett und jungt darin. Ja, Kanaillen, die balzen sich und jungen, wo Platz ist. Oh, verflucht, mein Unterleib. Komm, 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 Margarete, komm, komm. Gruß an nur schwarzgewandt die Küsterin. Ich schicke ihr die Perücke heute noch unversehrt zurück. Ihm brauchst du nichts zu sagen. Verstehst du mich? Ich werde schon bestellen. Ihr korrupt zerbrummendes Gesindel, ihr sollt mir büßen. Was geifert sie? Wenn einer ihr von uns den Krug zerbrochen, soll sie entschädigt werden. Ich entschädigt? Als ob ein Stück von meinem Hornvieh spräche. Meint er, dass die Justiz ein Töpfer ist? Frau Marti, das, Vater, nicht der zerbrochene Krug ist, der sie wurmt. Die Hochzeit ist es, die ein Loch bekommen. Und mit Gewalt hier denkt sie zu flicken. Der Eichler Flaps, die Hochzeit, die ich erflicken. Und stünd die Hochzeit blank gescheuert vor mir, wie noch der Krug auf dem Gesimse gestern, so fasste ich sie beim Griff jetzt mit den Händen und schnick sie gellend ihm am Kopf entzwei. Sei sie nur ruhig, Frau Mart, es wird sich alles hier entscheiden. Ruprecht, Warto. Liebster Ruprecht, mir aus den Augen. Ich beschwöre dich. Du Liederliche, ich mag nicht sagen was. Lass mich ein einziges Wort dir heimlich... Nichts. Du gehst zum Regimente jetzt, oh Ruprecht. Wer weiß, wenn du erst die Muskete trägst, ob ich dich je im Leben wiedersehe. Krieg ist's. Bedenke Krieg, in den du ziehst. Willst du mit solchem Grolle von mir scheiden? Groll? Nein, bewahr mich Gott, das will ich nicht. Gott schenkt dir so viel Wohlergehen, als er erübrigen kann. Doch kehrt dich aus dem Kriege gesund zurück und wird in Häus um 80 Jahre alt, dann sagt ich noch im Tode zu dir, Hure! Hinweg willst du dich noch beschimpfen lassen! Du Rabenmaß! Gevatterchen! Ja? Die Kläger stehen vor der Türe schon. Kläger? Ist heute denn Gerichtstag? Allerdings.
Mir ahnet heut nichts Gutes, Gevatterlicht. Warum? Mir träumt, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich. Und ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort und schellt und hunzt und schlingelte mich herunter und judiziert den Hals ins Eisen mir. Und der Traum, meint ihr? Der Henker hol's, wenn's auch der Traum nicht ist, ein Schabernack. Sei es wie es will, ist gegen mich im Werk. Der Herr Gerichtsrat kommt! Die Pest an seinen Hals. Gott grüße euch, Richter Adam. Ei, willkommen. Willkommen, gnädiger Herr, in unserem Häusum. Wer konnte, du gerechter Himmel, wer konnte so freudig im Besuch es sich gewärtigen? Ich komme ein wenig schnell, ich weiß. Und muss auf dieser Reise in unserer Staaten Dienst zufrieden sein, wenn meine Wirte mich mit wohlgemeintem Abschiedsgruß entlassen. Das Obertribunal in Utrecht will die Rechtspflege auf dem flachen Land verbessern, die mangelhaft auf mancher Seite scheint. Und strenge Weisung hat der Missbrauch zu erwarten. Doch mein Geschäft auf dieser Reise ist noch ein strenges nicht. Sehen soll ich bloß, nicht strafen. Und finde ich gleich nicht alles, wie es soll. Ich freue mich, wenn es erträglich ist. Für wahr so edle Denkart muss man loben. Euer Gnaden werden hier und da nicht zweifelig den alten Brauch im Recht zu tadeln wissen. Klärt die Justiz in Häusum gütigst auf und überzeugt euch, gnädiger Herr, ihr habt ihr noch den Rücken nicht gekehrt, als sie auch völlig euch befriedigen. Das ist doch der Herr Schreiber. Der Schreiber liegt zu euer hohen Gnadendiensten. Pfingsten 9 Jahre, dass ich im Justizamt bin. Ja. Setzt euch. Ihr kommt von Holla schon? Woher wisst ihr das? Woher? Euer Gnadendiener. Ein Bauer, sagt es, der eben jetzt von Holla eingetroffen. Ein Bauer? Ja, ein Bauer. Alter Bauer, ja. Ja, es trug sich dort ein unangenehmer Vorfall zu, der mir die heitere Laune störte, die in Geschäften uns begleiten soll. Ihr werdet davon unterrichtet sein. Ja, wer's wage, strenger Herr, der Richter Pfaul, weil er Arrest in seinem Haus empfing, Verzweiflung hätte den Toren überrascht. Er hing sich auf. Und machte übel Ärger. Was nur Unordnung schien, Verworrenheit, nimmt jetzt den Schein an der Veruntreuung, die das Gesetz, ihr wisst's, nicht mehr verschont. Sagt doch, ihr habt ja wohl Gerichtstag heute. Ob wir... Ja, den ersten in der Woche. Und diese Schar von Leuten, die ich draußen auf eurem Flur sah, sind das die... Das werden... Die Kläger sind's, die sich bereits versammeln. Ja, die Kläger sind's, die sich bereits versammeln. Gut, dieser Umstand ist mir lieb, ihr Herren. Lasst diese Leute, wenn's beliebt erscheinen, ich wohne dem Gerichtsgang bei. Ich sehe, wie er in eurem Häusum üblich ist. Wir nehmen die Registratur, die Kassen nachher, wenn diese Sache abgetan. Wie ihr befehlt. Der Büttel! Hey! Der Büttel! Gruß von Frau Küsterin, Herr Richter Adam. So gern Sie die Perücke euch auch... Was? Was nicht? Sie sagt, es wäre Morgenpredigt heute. Der Küster hätte selbst die eine auf und seine andere wäre beim Perückenmacher. Ah, verflucht! Sobald der Küster wiederkommt, wird sie jedoch sogleich euch seine schicken. Auf meine Ehre, gnädiger Herr. Was gibt's? Ein Zufall, ein Verwünschter hat um beide Perücken mich gebracht. Und jetzt bleibt mir die dritte aus, die ich mir leihen wollte. Ich muss kahlköpfig den Gerichtstag halten. Kahlköpfig? Ja, beim ewigen Gott. So sehr ich ohne der Perücke Beistand um mein Richteransehen auch verlegen bin. Ich müsste es auf dem Vorwerk noch versuchen, ob mir vielleicht der Pächter... Wie weit ist auf das Vorwerk? Ein kleines halbes Stündchen. Eine halbe Stunde, was? Und eure Sitzungsstunde schlug bereits. Macht fort, ich muss noch heute nach Hussein. Na ja, macht fort. Also pudert euch den Kopf ein. Wo Teufel auch, wo liest ihr die Perücken? Helft euch so gut ihr könnt, ich habe Eile. Auch das. Hier ist der Büttel. Kann ich inzwischen mit einem guten Frühstück, Wurst aus Braunschweig,
Hier ein Gläschen Danzig vielleicht. Danke sehr. Ich meine, ohne Umstände brauchst du bloß zu sagen. Dank, ihr hört's, hab's schon genossen. Geht ihr und nutzt die Zeit. Ich brauche sie in meinem Büchlein etwas mir zu merken. Ihr seid ja bös verletzt, Herr Richter Adam. Seid ihr gefallen? Ja. Ja, ich habe einen wahren Mordschlag heute früh, als ich dem Bett den Stich getan. Seht mir, ihr Herr Gerichtsrat, einen Schlag ins Zimmer hin. Ich dachte, es wäre ein Skarab. Ah, das tut mir leid. Es wird doch weiter nicht von Folgen sein. Ich hoffe nicht. Und auch in meiner Pflicht soll es mich nicht weiter stören. Erlaubt? Geht. Ich lege ums Tuch. Marsch! Komm mal hin. Seien Sie doch ruhig, Frau Maas. Es wird sich alles hier entscheiden. Oh, ja, entscheiden. Seht doch den Klugschwätzer, den Krug mir den Zerbrochenen entscheiden. Wenn Sie sich recht erstreiten kann, Sie hört's, ersetze ich ihn. Er mir den Krug ersetzen? Wenn ich mir recht erstreiten kann, ersetzen? Setz er den Krug mal hin. Versuch es mal. Setz er den Krug mal hin auf das Gesims. Der Drache, der Verfluchte! Lass doch den Krug. Lasst mich doch in der Stadt versuchen, ob ein geschickter Handwerksmann nicht wieder die Scherben euch zusammenfügt. Nehmt meine ganze Sparbüchse hin und kauft euch einen neuen. Wer wollte doch um einen irrenden Krug und stammte von Herodes Zeiten her? Solch einen Aufruhr, so viel Unheil. Du sprichst, wie du's verstehst. Dein guter Name lag in diesem Topfe und von der Welt mit ihm war er zerstoßen. Und auf den Scheiterhaufen das Gesindel, wenn's unsere Ehre weiß zu brennen gilt. Ei, Evchen. Sie und der vierschrötige Schlingel, der Ruprecht. Ei, was teufelt sich die ganze Sippschaft? Die werden mich doch nicht bei mir verklagen. Lärm um nichts, Lappalien. Es ist ein Krug zerbrochen worden, höre ich. Ein Krug? So, so, ei, ei. Und wer zerbrach den Krug? Wen zerbrochen? Ja, Gevatterchen. Mein Ziel, setzt euch, dann werdet ihr es erfahren. Gevatter, hört mein Ziel. Ich halte nicht aus. Die Wund am Schienenbein macht mir Übelkeiten. Hört ihr die Sache? Ich will zu Bette gehen. Zu Bett? Ihr wollt? Ich glaube, ihr seid verrückt. Nein, geholt. Ich muss mich übergeben. Meinthalben, frag den Herrn Gerichtsrat. Vielleicht erlaubt er's. Evchen. Geh er. Was bringt ihr mir? Ich will nichts wissen. Evchen. Dich an um alle Wunden. Was ist's, das ihr mir bringt? Er wird schon hören. Ist's nur der Krug dort, den die Mutter hält? Ja, der zerbrochene Krug nur. Sonst nichts? Nichts weiter. Gewiss nichts. Ich sag ihm, geh, er lasse mich zufrieden. Hör, du sei klug, das rate ich dir. Ja, Unverschämter. Hier, in dem Attest steht der Name jetzt. Frakturschrift Ruprecht Tümpel und send dich's ab. Krepiert dein Ruprecht in Ostindien als Rekrut. Ich weiß an welchem Fieber nicht. War's gelb, war's scharlach oder war's faul? Sprecht nicht mit den Parteien, Herr Richter Adam, vor der Verhandlung. Ihr setzt euch und befragt sie. Wie? Was sagt er? Was? Was befehlen euer Gnaden? Dass ihr nicht heimlich vor der Sitzung sollt mit den Parteien zweideutige Sprache führen. Hier ist der Platz, der eurem Amt gebührt. Und öffentlich Verhör, wie ich's erwarte. Verflucht. Herr Richter. Ja? Seid ihr taub? Wieso? Dort seine Gnaden haben euch gerufen. Wer ruft? Der Herr Gerichtsrat dort. Der Herr Gerichtsrat, ja, gleich. Gleich, gleich. Was befehlen euer Gnaden? Soll jetzt die Prozedur beginnen? Ihr seid ja sonderbar zerstreut. Was fehlt euch? Auf Ehr verzeiht. Es hat ein Perlhuhn mir, das ich von einem Indienfahrer kaufte, den Pips. Ich soll es nudeln und verstehe es nicht.
und fragte dort die Jungfer bloß um Rat. Ich bin ein Narr in solchen Dingen, seht. Und meine Hühnchen, nämlich meine Kinder. Hier, setzt euch! Ruft den Kläger und vernehmt ihn. Und ihr, Herr Schreiber, führt das Protokoll. Befehlen Euer Gnaden den Prozess nach den Formalitäten oder so, wie er in Heusum üblich ist, zu halten? Nach den gesetzlichen Formalitäten, wie er in Heusum üblich ist, nicht anders. Gut, gut, sehr gut. Oh, ich werde euch zu bedienen wissen. Seid ihr bereit, Herr Schreiber? Zu euren Diensten? So, nimm Gerechtigkeit in deinen Lauf. Kläger, trete vor. Hier, Herr Dorfrichter. Wer seid ihr? Wer? Ihr. Wer ich? Wer ihr seid. Des Namens, Standes, Wohnorts und so weiter. Ich glaube, er spaßt, Herr Richter. Spaßen? Was? Ich sitze im Namen der Justiz, Frau Marthe. Und die Justiz muss wissen, wer ihr seid. Ihr guckt mir alle Sonntag in die Fenster, ja, wenn ihr aufs Vorwerk geht. Kennt ihr die Frau? Ja, wohnt hier um die Ecke, Euer Gnaden. Wenn man den Fußsteig durch die Hecken geht. Witwe eines Kastellans. Hebeamme jetzt. Aber sonst eine ehrliche Frau. Von gutem Ruf. Wenn ihr so unterrichtet seid, Herr Richter, so sind dergleichen Fragen überflüssig. Setzt ihren Namen in das Protokoll und schreibt dazu dem Amte wohlbekannt. Auch das, auch das. Ach, ihr seid nicht für Formalitäten. Also tut so, wie seine Gnaden anbefohlen. Fragt nach dem Gegenstand der Klage jetzt. Jetzt schon? Ich soll... Ja, den Gegenstand ermitteln. Das ist gleichfalls ein Krug, verzeiht. Wie? Ja, gleichfalls? Ein Krug, ein bloßer Krug. Setzt einen Krug, Herr Schreiber, wie gesagt, und schreibt dabei dem Amte wohl bekannt. Auf meine hingeworfene Vermutung... Also wenn ich euch sage, schreibt das hin, ja? Ist nicht ein Krug, Frau Marthe? Ja, hier der Krug! Na also, da habt ihr's. Und wer zerbrach den Krug? Gewiss der Schlingel dort. Ja, er der Schlingel dort. Mehr brauche ich nicht. Das ist nicht wahr, Herr Richter! Das lügt sie in den Hals hinein! Weig, Maulaffe! Du steckst den Hals noch früh genug ins Eisen. Setzt einen Krug, Herr Schreiber, wie gesagt, zusammen dem Namen des, der ihn zerschlagen. Jetzt wird die Sache gleich ermittelt sein. Herr Richter, ey, welch ein gewaltsames Verfahren. Wieso denn? Wollt ihr nicht förmlich? Nein, sage ich. Ihr Gnaden lieben Förmlichkeiten nicht. Wenn ihr die Instruktion, Herr Richter Adam, nicht des Prozesses einzuleiten wisst, hier ist der Ort jetzt nicht, es euch zu lehren. Wenn ihr recht anders nicht als so könnt geben, so tretet ab. Vielleicht kann's euer Schreiber. Erlaubt, ich gab's, wie's hier in Heusum üblich ist. Euer Gnaden haben's also mir befohlen. Ich hätt? Jawohl, auf meine Ehre. Ich befahl euch, Recht hier nach den Gesetzen zu erteilen. Und hier in Heusum glaubt ich die Gesetze wie anderswo in den Vereinten Staaten. Da musst du, Miss, ich um Verzeihung bitten. Wir haben hier mit eurer Erlaubnis Statuten. Eigentümliche in Heusum, nicht aufgeschriebene, muss ich gestehen, doch durch bewährte Tradition uns überliefert. Von dieser Form getraue ich mir zu hoffen, bin ich noch heute kein Jota abgewichen. Doch auch in eurer Form, wie sie im Reich mag üblich sein, bin ich zu Hause. Ich kann recht so jetzt so erteilen. Ihr gebt mir schlechte Meinungen, Herr Richter. Es sei, ihr fangt von vorn die Sache an. Auf Ehr, gebt Acht, ihr sollt zufrieden sein. Frau Marthe Rull, bringt eure Klage vor. Ich klage, wisst, hier wegen dieses Krugs, jedoch vergönnt, dass ich, bevor ich melde, was diesem Krug geschehen, auch beschreibe, was er vorher mir war. Das Reden ist an euch. Seht ihr den Krug, ihr wertgeschätzten Herren? Seht ihr den Krug?
Naja, wir sehen ihn. Nicht seht ihr, mit Verlaub. Die Scherben seht ihr. Der Krügerschönste ist entzweigeschlagen. Hier, gerade auf dem Loch, wo jetzt so nichts sind, die gesamten niederländischen Provinzen dem spanischen Philipp übergeben worden. Hier im Ornat stand Kaiser Karl V., von dem seht ihr nur noch die Beine stehen. Hier kniete Philipp und empfing die Krone. Er liegt im Topf bis auf den Hinterteil. Und auch noch der hat einen Stoß empfangen. Hier in der Mitte mit der heiligen Mütze sah man den Erzbischof von Arras stehen. Den hat der Teufel ganz und gar geholt. Hier, Häuser sieht, vom großen Markt zu Brüssel. Hier guckt noch ein Neugieriger aus dem Fenster. Doch was er jetzt so sieht, das weiß ich nicht. Frau Mart, erlasst uns das zerschärfte Paktum, wenn es zur Sache nicht gehört. Uns geht das Loch, nichts die Provinzen an, die darauf übergeben wurden. Erlaubt, wie schön der Krug gehört zur Sache. Denn Kruger wollte, dass ich Schilderich der Kesselflicker. Ihn hat ein Spanier gefüllt, mit Wein just an den Mund gesetzt, als Schilderich den Spanier von hinten niederwarf, den Krug ergriff, ihn leert und weiterging. Hierauf vererbte sich der Krug auf fürchte Gott den Totengräber. Der trank zu dreimal nur, der Nüchterne, und stets vermischt mit Wasser aus dem Krug. Das erste Mal, als er im 60. ein junges Weib sich nahm. Das zweite Mal 3 Jahre darauf, als sie noch glücklich ihn zum Vater machte. Und als sie jetzt noch 15 Kinder zeugte, trank er zum dritten Male, als sie starb. Zur Sache jetzt, bin Frau Materul, zur Sache. Darauf in der Feuersbrunst von 66, da hat ihn schon mein Mann, Gott hab ihn selig. Teufel, Weib, so seid ihr noch nicht fertig. Wenn ich nicht reden soll, Herr Richter Adam, so will ich uns hier. So will ich gehen und ein Gericht mir suchen, das mich hört. Ihr sollt hier reden, doch von Dingen nicht, die eurer Klage fremd. Wenn ihr uns sagt, dass dieser Krug euch wehrt, so wissen wir so viel, als wir zum Richten hier gebrauchen. Was ist dem Krug geschehen? Was ihm geschehen? Den Krug hat Henne Schlingel mir zerbrochen. Wer? Er? Der Hofrichter. Das ist gelogen, Herr Richter. Weil er es man ihn fragen wird. Habt ihr sie im Protokoll vermerkt, Herr Schreiber? Oh ja. Erzählt den Hergang, würdige Frau Marte. Es war 11 Uhr gestern. Wann, sagt ihr? 11 Uhr. Am Morgen? Nein, verzeiht, am Abend. Abend? Ja, und schon die Lampe im Bette wollte ich löschen, als laute Männerstimmen. Ein Tumult in meiner Tochter abgelegenen Kammer, als ob der Feind einbreche, mich erschreckt. Geschwind die Treppe eilig hinab. Ich finde die Kammertür gewaltsam eingesprengt. Schimpfregen schallen wütend mir entgegen. Und da ich mir den Auftritt jetzt beleuchte, was finde ich jetzt, der Richter? Was jetzt finde ich? Was? Den Krug finde ich zerschärbt im Zimmer liegen. Das Mädchen ringt die Hände und er, der Flopster, der trotzt, wie toll euch in des Zimmers mit. Hey, Lütter. Ihn stelle ich doch zur Rede, was er hier in später Nacht zu suchen, mir die Krüge des Hauses tobend einzuschlagen habe. Und er, zur Antwort gibt er mir, jetzt ratet der Unverschämte, der Halunke doch. Na? Er spricht, es hat ein anderer den Krug vom Sims gestürzt. Ein anderer, ich bitte euch, der vor ihm aus der Kammer nur entwischt. Oh, faule Fische. Und überhäuft mit Schimpf mir da das Mädchen. Faule Fische, faule Fische, faule Fische, faul. Hierauf? Auf dies Wort sehe ich das Mädchen fragend an. Die steht gleich an der Leiche da. Ich sage, Ewe ist sein anderer gewesen. Und Josef und Marie ruft sie, was denkt ihr Mutter auch? Und schwört mir zu, dass er's gewesen ist. Was schwur ich? Was habe ich euch geschworen? Nichts schwor ich, nichts euch. Eva. Nein, Mutter, dies lügt ihr. Da hört ihr's. Und jetzt, verfluchter Schweig, soll hier die Faust den Rachen dir noch stopfen? Nachher ist Zeit für dich, nicht jetzt. Ei, Frau Marte, was auch macht sie? Was schüchtert sie das gute Kind auch ein? Wenn sich die Jungfer wird besonnen haben, erinnert ruhig sich dessen, was geschehen. Ich sage, was geschehen ist und was... Spricht sie nicht, wie sie soll, geschehen noch kann? Gebt acht, dann sagt sie heute uns aus wie gestern. Ist ja ganz gleich, ob das beschwören kann, ob nicht. Nicht doch, Herr Richter, nicht. Wer wollte den Parteien so zweideutige Lehren geben? Ich versichere euch, Herr Richter, und kann ich auch nicht auf die Schwur behaupten, dass sie es gesagt hat gestern, das beschwöre ich. Nun weiter will ja auch die Jungfer nicht. Herr Richter! Heraus damit! Hast du es mir nicht gesagt? Hast du's mir gestern nicht gesagt? Ach, wer leugnet's euch, dass ich's gesagt? Die Hure, die... Hure? Schreibt's auf. Pfui, schämen Sie sich. Von eurer Aufführung, Herr Richter Adam, weiß ich nicht, was ich denken soll. Wenn ihr selbst den Krug zerschlagen hättet, könntet ihr von euch ab den Verdacht nicht eifriger hinwälzen auf den jungen Mann als jetzt. Ihr setzt nicht mehr ins Protokoll, Herr Schreiber, als nur der Jungfer Eingeständnis, hoffe ich. Ist an der Jungfer jetzt schon auszusagen?
mein Seel, wenn es Ihrer Reihe noch nicht ist, in solchen Dingen irrt der Mensch, Euer Gnaden. Wen hätte ich fragen sollen? Beklagten? Auf Ehre, ich nehme gute Lehre an. Ja, fragt den Beklagten. Fragt, macht ein Ende, fragt, ich bitte euch sehr. Was ist die letzte Sache, die ihr führt? Die letzte? Was? Ach ja, 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 Beklagten, ach Gott. Wohin auch, alter Richter, dachtest du? Verflucht das Pipschen Perlhuhn mir, dass es krepiert wie an der Pest in Indien. Stets liegt der Kloß von Nudeln mir im Sinn. Was liegt? Was für ein Kloß liegt euch? Der Nudelkloß, den ich dem Huhne geben sollte. Also schluckt mir das Ass die Pille nicht herunter, dann weiß ich nicht, wie es werden soll. Ach, tut eure Schuldigkeit, sage ich zu meinem Gott. Beklagter, trete vor. Hier, Herr Dorfrichter. Ruprecht, Veits des Kosseten Sohn aus Heusum. Vernahm er dort, was vor Gericht soeben Frau Marthe gegen ihn hat vorgebracht? Ja, Herr Dorfrichter, das habe ich. Getraut er sich dagegen etwas aufzubringen? Was? Bekennt er? Oder unterfängt er sich hier wie ein gottvergessener Mensch zu lügen? Was ich dagegen aufzubringen habe, Herr Richter? Ei, mit eurer Erlaubnis, dass sie kein wahres Wort gesprochen hat. So, und das denkt er zu beweisen? Oh ja. Herr ja, Richter. Die würdige Frau Marthe, beruhige Sie sich, es wird sich alles finden. Was geht Ihnen die Frau Marthe an, Herr Richter? Was mich, Frau Marthe? Bei Gott soll ich als Christ nicht... Berichte er, was er für sich anzuführen hat. Na, was glotzt er da? Was hat er aufzubringen? Steht nicht der Esel wie ein Ochse da? Was hat er aufzubringen? Was ich... aufzubringen? Er, ja. Er soll den Hergang uns erzählen. Glock 10 Uhr mocht es etwa sein, zu Nacht, als ich zum Vater sage, Vater, ich will ein bisschen noch zur Ewe gehen. Aha. Denn heuren wollte ich sie, das müsst ihr wissen. Ein rüstig Mädel ist's. Ich hab's beim Ernten gesehen, wo alles von der Faust hier ging und ihr das Heu so floch als wie gemaust. Da sagte ich, willst du? Und sie sagte, ach, was du da gakelst. Und nachher sagt sie, ja. Bleib er bei seiner Sache gakeln, was? Ich sagte, willst du? Und sie sagte, ja. Ja, meiner treue Richter. Weiter, 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 weiter! Nun... Da sagte ich, Vater, hört er, lass er mich. Wir schwatzen noch am Fenster was zusammen. Na, sagt er, lauf. Bleibst du auch draußen, sagt er. Ja, mein Seel, sag ich, das ist geschworen. Na, sagt er, lauf. Um 11 bist du hier. Na, sagt er, na, sagt sie, und gakel, 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 und kein Ende. Hat er sich bald ausgegakelt? Na, sage ich, das ist ein Wort. Und... setz die Mütze auf und geh. Und übern Steig will ich und muss durchs Dorf zurückgehen, weil der Bach geschwollen. Ei, alle Wetter, denke ich, Ruprecht Schlach. Nu ist die Gartentür bei Martens zu. Denn bis um 10 lässt Mädel sie nur offen. Wenn ich um 10 nicht da bin, komme ich nicht. Die liederliche Wirtschaft, die. Drauf, drauf, drauf. Wie ich über den Lindengang mich nähere, höre ich die Gartentüre ferner knarren. Die Ewe ist's. Am Latz erkenne ich sie. Und einer ist's noch oben ein. So, einer noch? Und wer, Herr Klugschwätzer? Wer? Ja, mein Seel, da fragt ihr mich. Also, und nicht gefangen, denke ich, nicht gehangen. Fort weiter in der Rede, lasst ihn doch. Was unterbrecht ihr ihn, Herr Dorfrichter? Ich kann darauf das Abendmahl nicht nehmen. Stockfinster war's und alle Katzen grau. Doch müsst ihr wissen, dass der Flickschuster, der Lebrecht, dem Mädel längst mehr auf die Fährte ging. So, Lebrecht heißt der Kerl. Ja, Lebrecht. Lebrecht, gut. Das ist ein Name. Ja. Habt ihr es im Protokoll vermerkt, Herr Schreiber? Oh ja, und alles andere auch, Herr Richter. Sprich weiter, Ruprecht, jetzt, mein Sohn. Ich drücke sacht mich durch die Gartenpforte. Und berg in einen Strauch von Taxus mich.
und höre euch ein Gefisper hier, ein Scherzen, ein Zerren hin, Herr Richter, Zerren her, mein Seel, ich denke, ich soll voll. Du bist mich! Halunke! Ein Viertelstündchen dauert so. Ich denke, was wird's doch werden? Ist doch heute nicht Hochzeit. Und ehe ich den Gedanken ausgedacht, husch, sind die beiden ins Haus schon, vor dem Pastor. Geht, Mutter, mach es, werden wir es willig. Schweig du mir doch, das Donnerwetter bricht über dich ein. Unberufene Schwätzerin, wart, bis ich auf so redlich rufen werde. Jetzt hebt, Herr Richter Adam, jetzt hebt sich's wie ein Blutsturz mir. Luft jetzt und reiße mir den Latz auf. Luft jetzt, sag ich, und geh und drück und tret und donnere, da ich der Dirne Tür verriegelt finde, gestemmt mit Macht auf einen tritt sie ein. Blitz, Junge, du. Just da sie auf jetzt rasselt, stürzt dort der Krug vom Sims ins Zimmer hin. Und husch, springt einer aus dem Fenster euch. Ich seh die Schöße noch vom Rocke wehen. War das der Liebrecht? Wer sonst, Herr Richter? Das Mädchen steht, die werf ich über den Haufen. Zum Fenster eilig hin und find den Kerl noch in den Pfählen hangen. Am Spalier, wo sich das Weinlaub aufrankt bis zum Dach. Und da die Klinke in der Hand mir blieb, als ich die Tür eindonnerte, so hau ich jetzt mit dem Stahl 1 Pfund schwer über'n Dezim. Den Justerrichter konnte ich noch erreichen. Ach, eine Klinke war's? Ja, die Türklinke. Ach, darum. Der Klinke umgekehrtes Ende war's. Ach, das umgekehrte Ende war's, der Klinke. Ei, ei. Jetzt stürzt der Kerl und ich schon will mich wenden. Als ich's im Dunkeln auf sich rappeln sehe, ich denke, lebst du noch? Und steig aufs Fenster und will dem Kerl das Gehen unten legen. Als jetzt, ihr Herrn, da ich zum Sprung just aushol, mir eine Handvoll grob gekörnten Sandes wie Hagel stiebend in die Augen fliegt. Verflucht. Sieh da, wer tat das? Wer? Der Lebrecht. Wer sonst? Als stürzte mich ein Schlossenregen von eines Bergs 10 Klaftern hohem Abhang, so schlage ich euch vom Fenster jetzt ins Zimmer. Ich denke, ich schmettere den Boden ein und sitze auf und wische mir die Augen. Die kommt und, ach, Herr Gott, ruft sie und, Ruprecht, was ist dir doch? Mein Seel, ich hob den Fuß. Gut war's, dass ich nicht sah, wohin ich stieß. Kam das vom Sande noch? Vom Sandwurf, ja. Verdammt, der traf. Ja. Das Weitere wisst ihr. Ja, das Weitere weiß ich, ja. Frau Marthe, was entgegnet ihr der Rede? Was ich der Rede entgegne? Dass sie, Herr Richter, wieder Marder einbricht und Wahrheit wie ein Gartentoner wirkt. Ja, da wird sie den Beweis uns führen müssen. Oh ja, sehr gerne. Hier ist mein Zeuge. Rede. Die Tochter? Nein, Frau Marthe. Nein, warum nicht? Als Zeugin, gnädiger Herr? Steht im Gesetzbuch nicht Titulo ist Quarto oder Quinto? Wenn Krüge oder sonst was weiß ich von jungen Bengeln sind zerschlagen worden, dann zeugen Töchter ihren Müttern nicht. Die Jungfer zeugt noch nicht, sie deklariert jetzt. Ja, deklarieren. Ach ja, natürlich. Titulo sexto. Doch was sie sagt, das glaubt man nicht. Tritt vor, mein junges Kind. Hey, Lisa! Erlaubt. Die Zunge wird sehr trocken mir. Ein Glas mit Wasser. Gleich! Kann ich euch gleichfalls, Franz oder Mosel, was ihr wollt. Danke. Wenn ich freimütig reden darf, Euer Gnaden, die Sache eignet gut sich zum Vergleich. Sich zum Vergleich? Das ist nicht klar, Herr Richter. Vernünftige Leute können sich vergleichen. Doch wie ihr den Vergleich jetzt wollt bewirken, da noch durchaus die Sache nicht entworren, das hätte ich doch von euch zu hören Lust. Mein Seel, wenn ich, da das Gesetz im Stich mich lässt, Philosophie zu Hilfe nehmen soll, dann war es der Lebrecht. Wer? Oder der Ruprecht. Wer? Oder der Lebrecht, der einen Krug verschlug. Wer also was? Der Lebrecht oder Ruprecht?
Ihr greift, ich sehe, mit eurem Urteil ein, wie eine Hand in einen Sack voll Erbsen. Nein. Ach, schweig dich bitte. Na ja, also mir wäre es vollkommen recht, wenn es alle beide gewesen wären. Fragt dort, so werdet ihr es erfahren. Sehr gern. Doch wenn ihr es rausbekommt, bin ich in Schuft. Habt ihr das Protokoll dort in Bereitschaft? Vollkommen. Und breche ein eigenes Blatt mir begierig, was darauf zu stehen kommt. Sprich jetzt, mein Kind. Ja, sprich jetzt, mein Kind. Sprich, hörst du? Sprich jetzt, Jungfer Evchen. Denk, dass du hier vor Gottes Richtstuhl bist und dass du deinen Richter nicht mit Leugnen und Plappern, was zur Sache nicht gehört, betrüben musst. Ein Richter, immer weißt du, ist ein Richter. Und einer braucht ihn heute und einer braucht ihn morgen. Sagst du, dass es der Lebrecht war, ist gut. Und sagst du, dass es der Ruprecht war, ist auch gut. Sprich so, wird sich alles, wie du es wünschest, finden. Willst du mir hier von einem dritten Trätschen und anderen etwa dumme Namen nennen? Sie, Kind, nimm dich in Acht. Ich sag nichts weiter. In Heusum holst du Henker. Glaubst dir keiner und keiner Evchen in den Niederlanden. Und dein Ruprecht holt die schwere Not. Wenn ihr doch eure reden lassen wolltet, Geschwätz, gehauen nicht und nicht gestochen. Verstehen's, euer Gnaden, nicht? Bin ich euch Herrn aus Utrecht nicht verständlich? Mit diesem Volk verhält sich's anders. Die Jungfer weiß, ich wette, was ich will. Was soll das? Heraus jetzt mit der Sprache! Oh, liebste Mutter, ich rate dir! Wer war's? Oh, Jesus! Ja, es ist schwer zu reden, wenn das Gewissen an der Kehle uns sitzt. Maulaffe! Frau Mars! Als ob sie eine Hure wäre! Hure? Pfui, Frau Marte, was auch macht sie, das Kind so zu erschrecken? Sie wird sich schon besinnen. Oh ja, besinnen! Flaps dort, schweig! Der Flickschuster wird dir schon einfallen! Herr, 49 bin ich alt geworden in Ehren. 50 möchte ich gerne leben. Den 3. Februar ist mein Geburtstag. Heute ist der 1. Mach es kurz. Wer war's? Sie jammert mich. Lasst doch den Kuchen, ich bitte euch. Ich wollte, ich hätte nur in zwei geschlagen. Unedelmütiger du, pfui, schäme dich, dass du nicht sagst, gut, ich zerschlug den Krug. Pfui, Ruprecht, pfui. Oh, schäme dich, dass du mir nicht in meiner Tat vertrauen kannst. Und hättest du durch Schlüsselloch mich mit dem Lebrecht aus dem Kruge trinken sehen? Du hättest denken sollen, Eve ist brav. Es wird sich alles ihr zum Ruhme lösen. Und ist im Leben nicht, so ist's im Jenseits. Und wenn wir auferstehen, ist auch ein Tag. Mein Seel, das dauert mir zu lange, Eve. Was ich mit Händen greife, glaube ich gern. Gesetzt, es wäre der Leberecht gewesen. Gesetzt, ich hätte Grund, es zu verbergen. Warum, o Ruprecht, sprich, warum nicht, sollte ich auf dein Vertrauen hin sagen, dass du's warst? Der Ruprecht also war es nicht. Nein, lieber Herr, denn ihr den Krug zerschlug der Ruprecht nicht. Ich, der Ruprecht nicht? Nein, Mutter, nein, und wenn ich's gestern sagte, war's erlogen. Hört, jetzt zerschlag ich alle Knochen. Tut, was ihr... Frau Marte! Herr Bitte! Herr Bitte! Herr Bitte! Heißt sie hinaus, doch die verfluchte Fette! Warum soll Ruprecht just gewesen sein? Hat sie das Licht dabei gehalten, was? Die Jungfer, denke ich, wird es wissen müssen. Ich bin ein Schelm, wenn es nicht der Lebrecht war. War es der Lebrecht etwa? War es der Lebrecht? Nichts war der Lebrecht, nicht, mein Herzchen. Lebrecht war es, Lebrecht. Er Unverschämter, er Niederträchtiger! Wie kann er sagen, dass es Lebrecht war? Jungfer, was unterstützt sie sich? Ist das mir der Respekt, den jedem Richter schuldig ist? Ei, was? Die Richter dort? Wird selbst vor dem Gericht ein armer Sünder dazustehen? Er, der wohl besser weiß, wer es gewesen. Hat er den Lebrecht in die Stadt nicht gestern geschickt nach Utrecht vor die Kommission mit dem Attest, den die Rekruten aushebt? Wie kann er sagen, dass es Lebrecht war, wenn er wohl weiß, dass die in Utrecht ist? Wer denn sonst? Wenn es Lebrecht nicht und Ruprecht nicht und Lebrecht nicht und was machst du denn? Erzähl den Hergang uns. Mein lieber, würdiger und gnädiger Herr,
Erlasst mir, euch den Hergang zu erzählen. Dass Ruprecht jenen Krug nicht traf, will ich mit einem Eid, wenn ihr es verlangt, auf heiligem Altar bekräftigen. Ich kann hier, wer den Krug zerschlug, nicht melden. Früh oder spät will ich's der Mutter sagen. Doch hier das Tribunal ist nicht der Ort, wo sie das Recht hat, mich danach zu fragen. Nein, rechtens nicht, auf meine Ehre nicht. Wenn sie den Eid hier vor Gericht will schwören, dann fällt der Mutterklage weg. Dagegen ist nichts einzuwenden. Zur Sache jetzt. Vom Krug ist hier die Rede. Beweis, Beweis, dass Ruprecht ihn zerbrach. Gut, gnädiger Herr, erst will ich hier beweisen, dass Ruprecht mir den Krug zerschlug. Denn wenn ihr Frau Brigitte jetzt so ruft, die seine Mum ist, so genügt mir die als Zeugin. Denn die hat Glock 22:30 im Garten, merkt wohl, bevor der Krug zertrümmert wurde, wortwechselnd mit der Evin schon getroffen. Wer hat mich? Schwester Brigitte. Das Rabenmaß, was das für Reden sind! Ihn mit der Elf im Garten, Glock 22:30. Schafft diese Frau herbei! Hör, du verfluchter Schlingel, du! Was machst du? Hier breche ich einen Knochen noch! Warum denn? Warum verschwiegst du's, dass du mit der Dürne Glock 22:30 im Garten schon rennst, da? Warum verschwiegst du's? Warum ich's verschwieg? Gott schlag unter der... weil's nicht wahr ist, Vater! Ach so. Wenn das die Mume Brigitte zeugt, dann hängt mich. Und bei den Beinen sie meint halb dazu. Schafft Frau Brigitte herbei, Herr Richter Adam. Wird euer Gnaden die Sache nicht ermüden? Sie zieht sich in die Länge. Euer Gnaden haben meine Kassen noch und die Registratur. Ich bin der Meinung, abzuschließen. Gut, erlaubt. Ich bin der Meinung, fortzufahren. Ihr seid der Meinung... Naja, also auch gut. Wie ihr befehlt. Herr Schreiber, schickt den Bittel ab. Er soll sogleich ins Amt die Frau Brigitte laden. Ich bitte, nehmt euch gefälligst selbst der Sache ein wenig an. Inzwischen könnte man, wenn es zu gefällig ist, vom Sitze sich ein wenig lüften. Was ich sagen wollte... Gebt ein Glas Wein mir in der Zwischenzeit. Von ganzem Herzen gern. Margrethe! Lise! Ihr macht mich glücklich, gnädiger Herr. Hier, Herr Wachtrichter! Tretet ab, ihr Leute! Tretet ab! Was befehlt ihr? Franz oder Rheinwein? Von unserem Rhein. Von unserem Rhein. Gut. Komm, Margrethe. Komm. Geh. Vom Versiegelten. Hier ist der Schlüssel. Tretet ab, ihr Leute! Ab! Hopp, bis ich rufe, marsch! Schickt ihr die Leute fort, Herr Richter? Ja, sie treten ab, wenn ihr erlaubt, bloß ab, bis Frau Brigitte erscheint. Meint ihr, dass es so lange Zeit wird dauern, bis man im Ort sie trifft? Es ist Holztag heute, gestrenger Herr. Die Weiber größtenteils sind in den Fichten Sträucher einzusammeln. Es könnte leicht... Nein, die Mumme ist zu Hause. Die wird sogleich erscheinen. Herr Richter Adam, den Wein. Ach, den Wein. Doch nichts zum Imbiss, bitte ich, als ein Stück trockenen Brotes nur und Salz. Was, trockenes Brot? Ach, geht. Und Salz? Ein Stückchen Käse aus Limburg. Mindestens Käse macht erst geschickt die Zunge, Wein zu schmecken. Gut, ein Stück Käse denn. Doch weiter nichts. Ach, weiter nichts, ja. Butter, Eier, Käse, Schinken, Gänsebrust und Flink und Weiß von Damast aufgedeckt. Schlecht alles war, doch recht. Was ich sagen wollte, wie kamt ihr doch zu eurer Wund, Herr Richter? Das ist ein böses Loch, fürwahr, im Kopf da. Ich fiel. Ihr fielt so. Wann? Gestern Abend? Heute. Glock 17:30. Verzeiht, am Morgen früh. Da ich soeben aus dem Bett stieg. Worüber? Über, nicht, Herr Gerichtsrat, also die Wahrheit euch zu sagen, über mich. Ich schlug euch häuptlings... an den Ofen nieder. Von hinten? Wie von hinten? Oder vorn? Ihr habt zwei Wunden. Vorn eine und hinten. Von vorn und hinten. Erst so, dann so. Erst auf die Ofenkante,
die Form die Stirn mir einstieß und so dann vom Ofen rückwärts auf den Boden nieder, wo ich mir noch den Hinterkopf zerschlug. Ist euch gefährlich? Hättet ihr ein Weib? Ich würde wunderliche Dinge glauben, Herr Richter. So, warum denn? So rings sehe ich zerkritzt euch und zerkratzt. Nein, 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 nein. Herr Gott sei Dank, Frauennägel sind es nicht. Und gerade auch heute noch die Perücke einzubüßen. Ihr hättet euch eure Wunde noch bedeckt. Ja, jedwedes Übel ist ein Zwilling. Hier, Butter, frisch gestampft und Käse aus Limburg. Kann ich? Ein Stückchen. Ein Stückchen. Hier. Aus Limburg. Direkt aus Limburg, ne, ja, ja. Und von der fetten Gänsebrust. Wollt ihr? Danke. Auch gut. Wie Teufel aber sagt mir, ging das zu, dass ihr... Was denn? Dass ihr die Perücke eingebüßt. Ja. Red, ich sitz und lese gestern Abend ein Aktenstück. Und da ich mir die Brille verlegt, duck ich so tief mich in den Streit, dass bei der Kerze Flamme lichterloh mir die Perücke angeht. Also ich denke, Feuer fällt vom Himmel auf mein sündig Haupt und greife sie und will sie von mir werfen, doch ehe ich noch das Nackenband gelöst, brennt sie wie Sodom und Gomorra schon. Kaum, dass ich die drei Haare mir noch rette. Verwünscht. Und euer Andre ist in der Stadt. Ja, beim Perückenmacher. Niersteiner. Was? Oder guter Oppenheimer. Niersteiner oder Oppenheimer? Aus Nierstein oder aus gut Oppenheimer? Wie traf er denn den Sünder? Auf den Kopf? Hier. Ihr lasst. Er will's füllen. Es hat noch voll. Ach, gib her. Ich bitte euch. Was? Wie oftmals auf den Kopf traf er den Sünder? Ich? Er, Ruprecht! Ihn dort frage ich. Ja. Wie oft traf er den Sündenbock? Heraus damit! Mit der Klinke? Zweimal, ihr Herr. Halunke, das behielt er. Zweimal. Er konnte ihn mit zwei solchen Hieben erschlagen, weiß er? Hätte ich ihn erschlagen, so hätte ich ihn. Es wäre mir gerade recht. Läg er hier vor mir tot, dann könnte ich sagen, der war's, ihr Herrn, ich habe euch nicht belogen. Ja, tot, das glaube ich. Das, was wir lieben, gnädiger Herr. Was recht und gut und treu ist, Richter Adam. Da kommt die Frau Brigitte, euer Gnaden. Nun denn, Richter Adam, so lasst die Sache uns jetzt beschließen. So, hier, Frau Brigitte, herein. Ist das die Frau Brigitte, Richter Adam? Ob das die Frau Brigitte? Ja, das ist die Frau Brigitte, euer Gnaden. Was bringt uns Frau Brigitte dort für eine Perücke? Gnädiger Herr, gnädiger Herr. Was diese Frau uns hier für eine Perücke bringt? Was? Zeit. Werde ich's erfahren, wenn die Perücke gehört? Wenn euer Gnaden gütigst die Frau durch den Herrn Richter fragen wollen, so wird sich dem die Perücke angehört und auch das Weitere, zweifle ich nicht, ergeben. Wie kam die Frau dazu? Wo fand sie sie? Die Frau fand die Perücke im Spalier bei der Frau Marthe Rull. Sie hing gespießt gleich einem Nest im Kreuzgeflecht des Weinstocks, dicht unter dem Fenster, wo die Jungfer schläft. Was? Bei mir im Spalier? Herr Richter Adam? Ja? Habt ihr mir etwas zu vertrauen? So bitte ich um die Ehre des Gerichts. Ihr seid so gut und sagt mir es an. Ich euch? Nicht? Habt ihr nicht?
Auf meiner Ehre nicht. Hier die Perücke ist die eure nicht? Hier die Perücke? Ja, das ist die meine. Das ist Blitzelement, die nämliche, die ich dem Burschen vor 8 Tagen gab, nach Utrecht ziehe, zum Meister Mehl zu bringen. Was? Wem? Dem Ruprecht? Mir? Hab ich ihm, Schlingel, als er nach Utrecht vor 8 Tagen ging, nicht die Perücke anvertraut, sie zum Friseur, dass er sich renoviere, hinzutragen? Ob er... Na ja, er gab mir... Warum hat er nicht die Perückhalunke beim Meister in der Werkstatt abgegeben? Warum ich sie... Gott, Himmel, Donnerschlag! Ich habe sie in der Werkstatt abgegeben! So, abgegeben, so. Und jetzt hängt sie im Weinspalier bei Martens? Oh, wat, Kanaille, so entkommst du nicht. Dahinter steckt mir von Verkappung was und Meuterei. Was weiß ich, wollt ihr erlauben, dass ich inzwischen die Frau nur inquiriere? Ihr hättet die Perücke... Gnädiger Herr, als jener Bursche vor 8 Tagen nach Utrecht fuhr mit seines Vaters Ochsen, kam er zu mir ins Amt und sprach, Herr Richter Adam, habt ihr im Städtlein etwas zu bestellen? Mein Sohn sagt ich, wenn du so gut sein willst, dann lass mir die Perücke hier auftupieren. Nicht aber, sagt ich, geh, bewahre sie bei dir auf, verkappe dich darin und lass sie im Spalier bei Martens hängen. Ihr Herrn, der Ruprecht, mein ich, halt zu Gnaden, der war's wohl nicht. Denn da ich gestern Nacht hinaus aus Vorwerk geh, zu meiner Muhme, die schwer im Kindbett liegt, hört ich die Jungfer gedämpft im Garten hinten jemand schelten. Pfui, schämt er sich, ihr Niederträchtiger. Was macht er? Fort! Ich werd die Mutter rufen. Drauf, ewig. Durch den Zaun hin, Ewe, ruf ich, was hast du, was auch gibt's? Und still wird es. Da ich beim Vorwerken zurückkehre, zur Zeit der Mitternacht etwa, und just im Lindengang bei Martens bin, huscht durch ein Kerl bei mir vorbei, kahlköpfig, mit einem Pferdefuß. Und hinter ihm, er stinkt's wie Dampf vom Pech und Haar und Schwefel. Ich sprech ein Gott sei bei uns und dreh entsetzungsvoll mich um und seh, mein Ziel, die Glatz, ihr Herren, im Verschwinden noch, wie faules Holz, den Lindengang durchleuchten. Ei. Himmeltausend. Ist sie toll, Frau Brigge? Der Teufel, meint sie, wär's? Meinen Sie, ich weiß, was ich gesehen und gerochen. Hier, der Herr Schreiber Licht ist mir ein Zeuge. Dass es der Teufel war, behaupte ich nicht. Jedoch mit Pferdefuß und Kalaglatze und hinten Dampf, wenn ich nicht sehr mich irre, hat seine völlige Richtigkeit. Sagt fort. Da ich nun mit Erstaunen heut vernehme, was bei Frau Materull geschehen, und ich den Krug Zertrümmerer auszuspionieren, am Spalier den Platz, wo er gesprungen, untersuche, find ich im Schnee, ihr Herrn, euch eine Spur. Was find ich euch für eine Spur im Schnee? Rechts, nett und fein und scharf gekantet immer, ein ordentlicher Menschenfuß und links unförmig, grobbin eingetölpelt, ein ungeheurer, klotzger Pferdefuß. Es ist nicht möglich, Frau. Bei meiner Treu, da, wo der Sprung geschehen, seht einen weiten, schneezerwühlten Kreis, als ob sich eine Sau darin gewälzt. Eine Sau? Und Menschenfuß? Und Pferdefuß von hier? Und Menschenfuß und Pferdefuß und Menschenfuß und Pferdefuß quer durch den Garten bis in alle Welt. Mein seliger Herr, die Sache scheint mir ernsthaft. Ich trage darauf an, im Haag
bei der Synode anzufragen, ob das Gericht befugt sei, anzunehmen, dass Belzebub den Krug zerbrochen hat. Ein Antrag, wie ich ihn von euch erwarte. Euer Gnaden werden die Synode nicht brauchen, um zu urteilen. Vollendet mit Erlaubnis den Bericht. Hierauf, Herr Schreiber Licht, sag ich, lasst uns die Spur ein wenig doch verfolgen. Sehen, wohin der Teufel wohl entwischt mag sein. Gut, sagt er, Frau Brigitte, ein guter Einfall. Vielleicht gehen wir uns nicht weit um, wenn wir zum Herrn Dorfrichter Adam gehen. Wohin die Spur euch führte, will ich wissen. Wohin? Mein Treu, den nächsten Weg zu euch. Zu uns hierher? Hier, sag ich her, zum Herrn Dorfrichter Adam. Zum Herrn Dorfrichter Adam? Hier, zu mir? Zu euch, ja. Wird doch der Teufel nicht in dem Gerichtshof wohnen? Meiner Treu, ich weiß nicht, ob er in diesem Hause wohnt. Doch hier, ich bin nicht ehrlich, ist er abgestiegen. Die Spur geht hinten ein, bis an die Schwelle. Sollt doch vielleicht hier durchpassiert? Ja, oder durchpassiert. Kann sein. Ja, durchpassiert. Ich will nicht ehrlich sein, wenn es nicht stinkt in der Registratur. Wenn meine Rechnungen, wie ich nicht zweifle, verwirrt gefunden werden sollten auf meine Ehre, ich stehe für nichts ein. Ich auch nicht. Sagt doch, ihr Herren, ist jemand hier im Orte, der missgeschaffene Füße hat? Allerdings, es ist jemand hier in Heusum. So, wer denn? Wollen euer Gnaden den Herrn Richter fragen? Den Herrn Richter Adam? Ich weiß von nichts. So viel ich weiß, ist alles grad gewachsen. Lasst er doch seine Füße draußen. Versteckt er unter den Tisch, verstört sie ihn, dass man fast meint, er wäre die Spur gegangen. Ich die Spur? Bin ich der Teufel? Hä? Ist das ein Pferdefuß? Ein Fuß, wenn den der Teufel hätte, da könnte er auf die Bälle gehen und tanzen. Ach, sag ich gleich ein Ende. Den einzigen Skrupel nur, ihr Würgen, Herrn, macht, dünkt mich, dieser feierliche Schmuck. Was für ein feierlicher Schmuck? Hier, die Perücke. Wer sah den Teufel je in solcher Tracht? Wir wissen hierzuland nur unvollkommen, was in der Hölle Mode ist, Frau Brigitte. Man sagt, gewöhnlich trägt er eigenes Haar. Doch auf der Erde, bin ich überzeugt, wirft er in die Perücke sich, um sich den Honoratioren beizumischen. Nicht schwören Gott! Wehrt vor allem Volke, ihn schmachvoll vom Tribunal zu jagen! Was euch schützt, ist einzig nur die Ehre des Gerichts! Schließt eure Session! Ich will nicht hoffen! Ihr hofft jetzt nichts! Ihr zieht euch aus der Sache! Ihr glaubt doch nicht, ich, der Richter, im Weinstock gestern die Perücke eingebüßt? Bitte Gott, die Eure ist ja im Feuer, wie Sodom und Gomorra aufgegangen. Bitte vergebt mir, gnädiger Herr, die Katze hat gestern in die seinige gejunkt. Ihr Herren, wenn auch der Anschein mich verdammt, ihr übereilt euch nicht, bitte ich. Hier auf dem Richterstuhl von Heusum sitze ich und lege die Perücke auf den Tisch. Dem, der behauptet, dass sie mir gehört, den fordere ich vors Oberlandgericht in Utrecht. Die Perücke passt euch doch, mein Seel, als wäre auf eurem Kopf sie gewachsen. Verleumdung! Ah! Solch ein Donnerwetter, Kerl! Wart, heute fass ich dich, heute streust du keinen Sand mehr in die Augen! Wenn euer Gnaden erlauben, fäll ich jetzt so die Sentenz. Gut, tut das, fällt sie! Der Ruprecht dort, der Racker ist der Täter. Den Hals erkenne ich ins Eisen ihm. Und weil er ungebührlich sich gegen seinen Richter hat betragen, schmeiß ich ihn ins vergitterte Gefängnis. Wie lange werde ich noch bestimmen? Den Ruprecht? Ins Gefängnis? Mich? Den Hals ins Eisen stecken! Er dort, der Unverschämte, der dort steht! Er soll nur was! Der Richter Adam hat den Krug zerbrochen! Was? Er? Auf, Ruprecht! Schmeißt ihn von dem Tribunal herunter! Was untersteht er ihm? Hinke Teufel, du! Was ist denn hier los? Und weg da!
Winterschreiber! Fort, holt ihn zurück! Von seinem Amt zwar ist er suspendiert und euch bestelle ich bis auf weitere Verfügung, hier im Ort es zu verwalten. Doch sind die Kassen richtig, wie ich hoffe, zur Desertion ihn zwingen will ich nicht. Fort, tut mir den Gefallen, holt ihn wieder. Herr, wenn ihr jetzt nicht helft, sind wir verloren. Verloren? Warum das? Mein Rupprecht Zoll, der Richter Adam, hat mir's heute Nacht als ein Geheimnis anvertraut, fort nach Ostindien. Und von dort, ihr wisst's, kehrt von drei Männern einer nur zurück. Was? Nach Ostindien? Bist du von Sinn? Die Truppen, die man anwarb, sind bestimmt zum Dienst im Landesinnern. Kein Mensch denkt dran, sie nach Ostindien zu schicken. Wie, gnädiger Herr, ist's wahr? Bei meiner Ehre und zum Beweise meines Worts, den Rupprecht, wär's so, wie du mir sagst, ich kauf ihn frei. Ei, Evchen, wie habe ich heute schändlich dich beleidigt? Ei, du mein goldenes Mädchen, Herzensbraut, wirst du dein Lebtag mir vergeben können? Wie belogt der Bösewicht mich! Lass den Pferdehuf, mein gutes Kind! Und hätte ein Pferd bei dir den Kuchen zertrümmert, ich wär so eifersüchtig just als jetzt!